Und damit herzlich willkommen zum Shakes & Fidget S38 Server Start. Wir versuchen uns direkt jetzt hier mal anzumelden auf dem neuen Server. Es lädt noch, jawohl. Wie heißt mein Charakter natürlich? Wie immer Terranigma. Dieser Name existiert bereits. Alles klar, ich habe meinen Namen nicht bekommen. Das ist sehr schade. Ich will einen Assassinen spielen. Jawohl, anmelden. Und los geht's. Hier bin ich, auf dem neuen Server. Und mein Name, es gibt einen Paul Terra. Der Name Terranigma ist auch schon weg. Das ist mir noch nie passiert, dass ich meinen Namen nicht bekommen habe. Und musste mich jetzt Terranigma YouTube nennen. Aber so ist das. Und der Charakter von Simon ist direkt hier da als Spieler-ID 1 mit einem extra Profil. Das ist so cool. Er hat den normalen Elfen mit seiner coolen Mütze, mit den langen Haaren und dem coolen Bart. Mit der Gilde Gift, wo schon 4 Mitglieder drin sind. Und ich hoffe, ich bekomme auch gleich die Einladung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aktuell schon 447 Spieler angemeldet. Ich werde auch direkt mal mein Gold verbrauchen. Und das hier schön reinskillen. Aufgeschickt, Ausdauer und nochmal Ausdauer. Und mach direkt mal einen Arena-Kampf. Mal gucken, ob wir jemanden besiegen können. So, wir greifen einfach mal einen anderen Assassinen an. Und jawohl, haben den Kampf gewonnen. Damit direkt auf 173. Und schon 1200 angemeldete Spieler. Das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. So. So, und jetzt sind es schon mittlerweile 2000 Spieler angemeldet. Wir wollen erstmal natürlich das Reittier holen, der Greifendrache am besten. Und natürlich, jetzt erstmal wollen wir uns natürlich Tränke holen. Den Ausdauertrank, der ist ganz wichtig. Dann vielleicht noch den Geschicktrank. Jawohl, fehlt noch ein Lebenstrank. Ich hau erstmal direkt die erste Quest rein. Was haben wir denn hier? 22 Sekunden, 164, das ist ganz nice. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Lebenstrank. Das wäre wirklich, wirklich super. Hoffentlich finden wir den auch schnell. Den Flügeltrank, der uns 25% mehr Lebensenergie bringt. Da ist er. 25 Silber kostet der. Und dann fangen wir mal an hier zu questen. Die ersten Spieler oben sind über Stufe 2 und Stufe 3. Sieht man hier oben noch auf Rang 1. Da wird natürlich sicher richtig schön angegriffen und abgefarmt und alles drum und dran. Und wollen gleich nochmal in die Gilde gucken. So. Wir machen hier die Quest 15 Sekunden, 196 Erfahrung, das ist sehr, sehr nice. Lebenstrank ist damit am Start, sogar noch in alten Lumpen ausgerüstet. Und gucken mal hier ganz oben in die Gilde. Natürlich Simon hier dabei mit der Gilde Gift. Wunderschöner Name. Und ja, in der Gilde schon Nordlicht, die Swabine und auch Mimi. Beide mit den Charakterprofilen, beide in Dunkelelf. Richtig, richtig cool. Hätte ja auch am liebsten ein angepasstes Profilbild. Aber sehr cool. Und ich freue mich schon gleich dann dort mitspielen zu können und die ganze Gilde, den Unge und alle unterstützen zu können als Offizier. Und ja, hier bin ich. Mal unter einem anderen Namen. Das erste Mal nicht als Terranigma, sondern als Terranigma YouTube, aber leider ist der Name abgegriffen. Vielleicht kann man später nochmal den Namen ändern per Support-Nachricht und dann mich irgendwie anders nennen. Aber aktuell bin ich erstmal so erreichbar. Das heißt, ich bin nicht Terranigma hier und ich bin auch nicht Paul Terra. Ja, das ist noch nie passiert. Das ist das erste Mal an einem Serverstart, dass mir der Name geklaut wird. So, Stufe 2 direkt erreicht. Wir wollen auch mal in die Arena gucken. Ich kann nicht in die Arena. Warum? Okay, warum auch immer. Dann greifen wir mal hier einfach an und gucken mal, wie hoch wir hier kommen. Ah, die sind alle schon richtig stark hier. Aber noch können wir sie besiegen. Auf jeden Fall alle auf Stufe 2. Und jawohl, Stufe 23. Hier gibt es noch ein paar Spieler, die wir besiegen können. Hier, Nerian machen wir auch noch down. Und Simon greifen wir auch mal an. Und hier oben auf Rang 10 jetzt. Schaffen wir denn noch jemanden? Oh, er hat schon eine neue Waffe. Das heißt, wir questen auf jeden Fall weiter. Hier, 36 Sekunden, 600 Erfahrung. Das ist sehr, sehr gut. Mal gucken, gibt es hier vielleicht eine gute Waffe direkt, die uns mehr Schaden bringt? 2 bis 10, ja, das ist nicht schlecht. 1 bis 7, 3 bis 5. Ich glaube, wir warten noch mal ein paar Level ab und werden es auf jeden Fall erstmal auf Stufe 10 spielen. Dann das Sammelalbum holen und heute Abend dann richtig die Happy Hour rocken. Und das wird auf jeden Fall sehr cool. Ich sehe schon ein paar Spieler hier aus unserer Gilde zum Beispiel. Wo ist er denn gerade gewesen? Ungefährlich, spielt auch bei uns und ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch ganz viele Bewerbungen beantworten und gucke mir jetzt auch gleich den Stream von lieben Unge nebenbei an. Und das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter und cooler Server und werde mir auf jeden Fall Mühe geben, einiges hier zu erreichen.
Nicht nur allein, sondern auch mit dem Simon und der ganzen Gilde. Und Stufe 3 können wir uns jetzt vielleicht eine neue Waffe direkt holen. Mit einem etwas höheren Durchschnittsschaden. Ich will natürlich erstmal meine ganzen Einstellungen hier... Ach, die gibt's schon. Gegenstandvergleich ist direkt an. Jetzt haben wir hier eine Waffe. Intelligenz und Ausdauer. Aber hier der Schaden 8 bis 16. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir vielleicht noch eine coole Waffe hier. Der Assassin trägt ja immer zwei Waffen. Deswegen müssen wir auch gleich direkt mehrmals blättern. So, 11 Sekunden. 173 gibt uns am meisten Erfahrung. Komm, noch eine richtig coole Waffe hier. 6 bis 18 Stärke und Intelligenz. Die holen wir uns. Da fehlt uns ein bisschen Gold. Aber dafür haben wir ja den lieben Greifdrachen, der uns immer wieder aushält in schwierigen Zeiten. Und holen uns die Waffe und versuchen uns mal ein bisschen hier hochzuspielen. Schaffen wir denn den Knampf hier? Jawohl, ohne Probleme. Helping Hand auch kein Problem mehr. Das schreit erstmal nach einem kurzzeitigen Rang 1. Lenny sollten wir auch schaffen hier. Den Leni. Stufe 4. Aber meine Waffe natürlich besser. Und hier, dann gehört uns erstmal kurzzeitig noch Rang 1. Mal gucken, wie lange. Hier oben, Terranigma, YouTube auf Rang 1 und hoffe, dass ich dann gleich die Einladung bekomme in die Gilde. Ja, sehr cool. Das war auf jeden Fall der Serverstart. Ich melde mich zurück mit vielen, vielen Videos auf dem Server. Halt euch up to date. Aber wie gesagt, erstmal kümmere ich mich um Bewerbungen. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über viele Kommentare und ich hoffe auf eine schöne gemeinsame Zeit auf Server 38. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!